Ja, herzlich willkommen zu meinem allerersten Screencast. Es geht um Gaikai. Ein komischer Name. Gaikai ist ein Online-Streaming-Dienst für Spiele. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. Die Spiele sind schon vorinstalliert auf den Servern von Gaikai und ihr habt direkt über die Internetseite halt den Zugriff auf die Spiele und euer PC dient prinzipiell als Monitor. Ja, es gibt mehrere sehr große Vorteile. Zum einen, die Spiele müssen halt nicht mehr installiert werden. Es wird halt kein Festplattenspeicher mehr genutzt. Ihr braucht, um 3D-Games à la Crysis 2 zu zocken, halt keine leistungsstarken Rechner mehr. Und den wichtigsten Punkt finde ich, es ist betriebssystemunabhängig. Egal, ob ihr Windows-User seid, Mac-User, Linux-User, ihr könnt die Spiele alle spielen. Die Voraussetzung dafür ist aber eine schnelle Internetverbindung und natürlich ein Internetbrowser mit dem Java-Plugin, den ihr euch dann halt von der Gaikai-Seite runterladen könnt. Also auf der Internetseite sind hier schon mal ein paar Testversionen zum Ausprobieren. Unter anderem halt FIFA 12, Crysis 2, Sniper, Spore. Und ja, wir probieren jetzt einfach mal Crysis 2 aus und schauen mal, ob es soweit läuft. Ja, klar, jetzt werden erstmal ein paar Daten geladen, aber das geht wesentlich schneller, als wenn man das Spiel installiert. So, ich trinke einen Schluck Cola, während das Ganze da lädt. Ja, das finde ich auch sehr praktisch, ne? Also ich denke, es wird in Zukunft des Öfteren sein, dass Spiele vielleicht nur noch übers Internet angeboten werden. Werden wir schauen. So, es hat sich ein neues Fenster geöffnet. Und hier oben sind halt mehrere Buttons. Zum einen sieht man hier die Verbindungsqualität. Klar, umso besser die Verbindung ist, umso besser kann man das Spiel zocken. Hier sieht man, wie lange wir noch spielen können. Also jedes Spiel kann man bis zu 30 Minuten antesten. Und natürlich können wir das Ganze im Fullscreen spielen. Ist klar. Ach, jetzt kommt erstmal sicherlich ein Intro. Warten wir das mal ab. Schauen wir mal, ob wir es abbrechen können. Nee. Achieved with CryEngine 3. Nvidia. So, und schon befinden wir uns im Spiel und im Hauptmenü. Ja, bisher läuft alles soweit einwandfrei. Dann werden wir mal ausprobieren, ob auch soweit alles flüssig läuft. Weil Gaikai verspricht, jedes Spiel, was man darüber zockt, spielt man in allerhöchster Detailstufe. Dann schauen wir uns das mal an, ne? Prophet! Okay. I don't know if you can hear this, but they're coming for you. You so, have to find okay. Those Marines. Also, es reagiert minimal versetzt, aber ich denke mal für so eine Singleplayer-Kampagne reicht es noch völlig aus. Und sonst sieht es doch an sich Bombe aus. Jo. Okay. Also ich wollte es jetzt euch einfach nur mal ganz kurz zeigen. Na, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie mal das ganze Spiel durchspielen. Wir gehen jetzt einfach mal wieder raus. Einfach die Shift und die Escape-Taste drücken, dann können wir hier oben das Ganze verlassen. Ja, also wie gesagt, großer Vorteil ist halt, die Spiele müssen nicht mehr installiert werden. Man braucht halt keinen krassen Monster-PC, um die aktuellsten Blockbuster zu spielen. Und was ich sehr geil finde, es ist betriebssystemübergreifend. Also selbst ich als Mac-User könnte dann halt die neuesten PC-Spiele spielen. Und das finde ich toll. Ne? Gerade ich oder generell die Mac-User haben ja eh ein kleines Problem bei der Auswahl der Games. Ich denke mal, in naher Zukunft wird das sich denn vielleicht sogar durchsetzen. Ne? Ich finde es geil. Ich hoffe, Gaikai bleibt an der ganzen Sache dran. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, einfach Daumen hoch. Und demnächst, denke ich, wird ein weiteres Video folgen. Und ciao.